Kommt doch mal mit zu mir in den Keller und ich zeige euch mal, was ich mit dem Osmoseabwasser mache. Zu zeigen, wie ich mit dem Abwasser von der Osmoseanlage umgehe, weil ja je größer das Becken, desto mehr Abwasser hat man ja von der Osmoseanlage. Man sagt ja in der Regel, je nach Verwendung, Boosterpumpe nicht, Wasser, Temperatur, dass man bis zu 4:1 Teile produziert, das heißt ein gutes Teil, 4 schlechte Teile. In meinem Fall verwende ich eine Boosterpumpe, daher komme ich auf ein bisschen besseres Verhältnis, so 1:2, 1:3. Winter schlechter als im Sommer, eben wenn das Wasser in der Leitung kalt ist, würde ich es unten direkt aus dem Keller entnehmen. Gehen wir mal kurz in den Keller und ich zeige euch mal, was ich mache. So, schalten wir mal kurz alles auf Pause. Okay, so hier sind wir jetzt im Keller. Ich habe euch schon mal im Wasserwechselvideo gezeigt, wie meine Osmoseanlage aufgebaut ist. Normale Osmoseanlage. Ich schicke euch auch noch mal einen Link rein, was für eine ich habe. Mischbetts-Haas-Filter, den ich regelmäßig, sobald ich einen Messwert von 3 habe, ersetze. Das messe ich hier mit so einem ganz einfachen, günstigen Gerät, das ich online erstanden habe. Ich habe das, wie gesagt, mit einer Boosterpumpe auch aufgerüstet, sodass ich ein besseres Verhältnis hinbekomme und vor allem nicht so lange warten muss. Nur in den letzten Monaten habe ich mich ziemlich geärgert, seitdem ich wieder mit regelmäßigen Wasserwechseln angefangen habe, einmal im Monat circa, dass halt doch sehr, sehr viel Abwasser zustande kommt. Und ich habe mir jetzt, dadurch, dass ich ja hier im Waschkeller bin, habe ich mir jetzt so einen 350 Liter Behälter gekauft. Sieht natürlich nicht schön aus, aber der Raum hier ist recht groß und geräumig. Ihr seht auch, wir haben hier einen Trockner, Waschmaschine, was auch immer rumstehen. Ich habe hier zum Glück auch einen Abfluss, den habe ich schon sehr oft gebraucht. Wenn mir die Osmoseanlage übergelaufen ist, da sage ich gleich was dazu. Da habe ich nämlich ein neues Gimmick seit ein paar Wochen, was mir ganz gut gefällt. Wenn ich mal wieder vergesse, die Stoppuhr einzustellen. Bisher hatte ich noch keinen Schwimmerschalter so gekauft. Ich weiß, da gibt es professionelle Lösungen. Ich zeige euch aber so ein paar Quick-Tipps, die ich benutze. Was habe ich gemacht? Eben dieses Gefäß gekauft im Baumarkt vor Ort. Und dort lasse ich das ganze Abwasser, Osmoseabwasser reinlaufen. Natürlich, wenn man viel Wasserwechsel macht oder mal viel Wasser vorbereitet, wie vor den Ferien oder so, aufpassen, dass es nicht überläuft. Wie gesagt, ich habe zum Glück hier einen Abfluss. Das ist dann weniger schlimm und auch alles gefließt hier unten in dem Kellerteil. Ich nehme jetzt hier täglich zum Blumengießen das Wasser raus. Das heißt, ich gehe mit der Gießkanne rein, tauche sie einfach runter, nehme es raus, gehe hoch in den Garten und gieße die Topfpflanzen oder die Pflanzkästen entsprechend. Vor ein paar Wochen habe ich mir noch eine Tauchpumpe gekauft. Seht ihr hier? Ich zeige es euch mal kurz. Ich habe den Karton hier stehen gelassen. So eine Fasspumpe habe ich mir gekauft. Bei Konrad habe ich die erworben. Die gibt es aber auch überall anders. Ich haue euch mal einen eBay, Amazon Link oder so mit unten in die Beschreibung. Der Vorteil ist, mit dieser Pumpe kann ich auch mal viel Wasser auf einmal verbrauchen. Wir haben auch einiges an Rasen draußen, den ich täglich bewässere mit einem Gardena Bewässerungssystem. Das schalte ich dann aus an dem Tag, wo ich dieses Wasser entnehme und stecke mir hier an die Schnellkupplung einfach einen normalen Wasserschlauch dran, lege mir mit dem Schlauchwagen einen Schlauch hoch im Garten und bewässere so den Rasen und kann mal, ja, alle paar, je nachdem wie viel Wasser ich gerade verbrauche, alle paar Wochen oder so mal komplett das Fass entleeren. Man kann sich jetzt streiten, ob das gut oder schlecht ist zum Gießen, aber ich benutze das wirklich seit Monaten schon, diese Lösung. Vor allem für die Kübelpflanzen draußen, eben für den Rasen jetzt seit ein paar Wochen erst, aber auch da habe ich nichts Negatives festgestellt. Ich sehe es als Art Dünger. Ich bin zwar kein Pflanzenexperte, aber wenn ich es auf den Düngern hinten drauf lese, Phosphat, Nitrat, andere Stoffe erhöht, was ist Osmoseabwasser? Alles, was im Wasser enthalten ist, wird entsprechend ins Abwasser weitergegeben, weil man ja mit einer Reinheit von bestenfalls 0 das Wasser zum Salzanmischen verwenden möchte oder zum Nachfüllen für sein Meerwasseraquarium oder für ein Verdunstungswasser. Das heißt, für mich ist es einfach ein guter Dünger. Weil wir halt einen Altbau saniert haben, habe ich jetzt nicht wirklich das an die Toilettenspülung oder so angeschlossen. Was ein bisschen schade ist, im Winter habe ich natürlich weniger Abnehmer, weil der Rasen muss nicht bewässert werden. Die Kübelpflanzen draußen stehen entweder im Keller zum Überwintern oder brauchen auch kein Wasser, weil sie eingepackt sind und so weiter. Daher bin ich über Inspirationen dankbar, was ihr im Winter mit eurem Abwasser macht. In meinem Fall werde ich halt den Großteil des Abwassers wirklich in die Kanalisation laufen lassen müssen. Keine Ahnung wieso, ich vergesse regelmäßig den Timer auf dem Handy einzustellen. 15 Minuten für die Gießkanne, 10 Liter ungefähr, 20 Liter für den Kanister. Und hat schon ganz oft die Waschküche unter Wasser gesetzt. Zum Glück habe ich hier mein Helferlein, dass ich das Wasser abziehen kann, hier in den Abfluss. Ich habe aber vor ein paar Wochen ein nettes Gimmick gefunden. Keine Ahnung, wie ich das richtig ausspreche. Sygonix Wassermelder. Das ist so ein kleines Gerät, wirklich handgroß.
gibt es in weiß und in schwarz. Hat hier zwei Kontakte, sind drei AAA-Batterien drin. Gibt es auch von anderen Herstellern. Ich hau mal ein paar unten in den Link rein. Und stellt man hin, kann das auch natürlich generell nutzen. Keine Ahnung, wenn bei der Waschmaschine irgendwas ausläuft und so, dann hat es noch einen zweiten Nutzen bei mir hier im Keller. Ich habe das für unter 10 Euro bekommen. Dachte, ist keine schlechte Investition. Wie lange die Batterien halten, kann ich noch nichts sagen. Ich gehe mal davon aus, mehrere Monate. Ich habe hier mal ein bisschen Wasser. Wo ist es? Hier ein bisschen Wasser hingeträufelt. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, brutal laut. Und das heißt, wenn jetzt das Wasser wieder überläuft, dann geht ein riesen Alarm los hier im Haus und das sollte man eigentlich über alle Stockwerke hören, dass ich runterrennen kann, ausschalten, bevor viel Wasser daneben läuft und ich das vielleicht auch wirklich einen Tag lang vergessen würde auszuschalten. Das war's heute mit einem kleinen Praxistipp von mir aus dem Keller, wie ich mit meinem Osmoseabwasser umgehe. Zumindest im Sommer habe ich für mich eine gute Lösung gefunden. Ich habe halt zum Glück den Platz hier bei uns im alten Haus. Vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen mit einem Nanobecken oder so, dass er trotzdem das Osmoseabwasser sammelt, für die Zimmerpflanzen, was auch immer verwendet. Post mir wie gesagt Kommentare, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Pflanzenexperten, der sagt, oh, wenn ich das ein Jahr lang oder so mache, dann gehen mir alle Pflanzen ein. Bisher habe ich gute Resultate, ich hau gleich mal ein paar Beispiele hinten ins Video. Danke fürs Zuschauen, lasst mir noch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald! Hier ein Beispiel von einer Topfpflanze, die ich auch mit diesem Osmoseabwasser täglich gieße. Sieht auch tipptopp aus. Auch hier die Pflanzkübel sind entsprechend gut am Wuchern mit diesem Wasser. Und hier ein Blick auf den Rasen, den ich dann auch mit dem angeschlossenen Schlauch ab und an mit dem Osmoseabwasser gieße, dass ich mal den kompletten Behälter leeren kann. Sonst wird er natürlich auch täglich automatisch bewässert. Das stelle ich dann halt ab an den Tagen, wo ich das Abwasser verwende.